Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Future Perfect Channel. Zu einer Folge von FBI Trinkt. Ja, wir werfen heute einen Blick auf ein neues Bier, das es mittlerweile exklusiv, in Anführungszeichen, beim Netto Marken-Discount gibt, und zwar auf ein neues Kölsch. Soweit ich mich erinnern kann, hatten die Discounter immer nur Pilsner und vielleicht auch Weizenbierer manchmal grundsätzlich als Discount-Bier anzubieten. Und was man auch sagen muss, ist die Tatsache, dass die meisten Billigbier, die meisten Discount-Biere von Brauereien hergestellt werden und gebraut werden, die man so eigentlich nicht kennt. Also nicht von Markenbrauereien, da steckt also keine Marke dahinter. Doch dann kam in diesen beiden Fällen das Kolonius-Kölsch. Es ist ein Kölsch, glaube ich, das erste Discount-Kölsch. Und es kommt von keinem geringeren als Traugott Simon. Hier steht tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, kann man ganz gut sehen vielleicht. Traugott Simon Brau- und Vertriebsgesellschaft MBH, Postfach, irgendwas aus Köln. 4,8% Kolonius-Kölsch gebraucht nach dem deutschen Hansverbot 1516, obergäriges Bier nach traditioneller Brauart hergestellt. Ohne viel Werbeschnickschnack. Sieht eigentlich ganz nett aus, sieht sehr schick aus, sieht überhaupt nicht nach Billigbier aus. Ja, ordentlich gemacht. Ja, Traugott Simon, der Name. Allein schon, der sorgt bei mir für einen eiskalten Schauer, der mir über den Rücken läuft. Denn Traugott Simon ist bekannt als ein Bier, das bei mir nicht auf sehr große Freude stößt, wenn ich es trinke. Das schmeckt für mich einfach wie Obdachlosenpilz, allerdings nur das Pilz. Das Traugott Simon Pilz ist für mich ekelhaft. Ich finde es einfach wässrig, säuerlich und einfach ranzig und gar nicht mein Fall. Ich habe es auch noch nicht getestet, also noch nicht ein Video zugemacht. Ich habe schon sehr oft probiert, öfter als mir lieb ist. Und aus dieser Brauerei soll also jetzt das Kolonius-Kölsch kommen. Kein Pilz, sondern das Kölsch. Man könnte also so weit gehen und sagen, dass es eigentlich dasselbe ist wie Traugott Simon Kölsch. Nur eben für Netto mit einer anderen Flasche und einem anderen Etikett. Obwohl es ganz nett aussieht. Ja, 4,8%. Werfen wir mal einen Blick drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, wir haben das Kolonius Kölsch, wir haben das Gaffel Kölsch Glas und wir haben den Sion Kölsch Flaschenöffner. Schöne Mischung. Alaf. Schenken wir mal ein. Ich habe vergessen zu riechen. Egal. YOLO. Sehr klar. Hell. Ja, säuerlich. Herb. Okay. Ja. Sieht sehr, riecht sehr nach Kölsch. Sehr säuerlich, sehr spritzig. Ja, auf den ersten Blick geht das auch sehr stark ins Kölschmäßige. Ja, wirklich. Man muss echt sagen, was viele Kölsch-Biere auszeichnet. Oh, jetzt, der Schaum ist nicht so toll. Hm, ist aber auch so. Was viele Kölsch-Biere auszeichnet, ist ihr zitrusartiges Aroma. Hm? So ein bisschen spritzig, säuerlich, erfrischend für viele auf jeden Fall. Deswegen wird das auch in Köln sehr gerne getrunken. Naja, Köln, ne? Kölsch und so. Düsseldorf, Alt und so weiter. Jetzt seht ihr gerade das Offensichtliche. Ja. Ich kann das ehrlich gesagt noch nicht so viel sagen. Ich muss es auf jeden Fall erstmal probieren. Prost. Hm. Etwas bitter. Ein bisschen zu bitter für meinen Geschmack. Hm. Da waren die anderen Kölschbiere, Reisdorf, Gilden und Sion, doch ein bisschen süffiger, was das angeht. Ist aber sehr schnell weg. Kurzer Abgang. Bitter und dann nix. Unkompliziert. Und das nicht als Kompliment, muss ich sagen. Ja. Also, abgesehen von der Bitterkeit ist das Bier recht wässrig. Säuerlich und wässrig, ja, das ist so die Charge von vom Kölsch. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine. Schönes Glas, Jungs, oder? Ne? Köln-Kultur mit verschiedenen Webseiten für die Oper Köln, Schauspiel Köln, Philharmonie, Kölner Philharmonie, VHS Köln, junge Kunstfreunde. Hm, schick. Hier gibt es Prozente für Studierende in einer höchst lebendigen Stadt. Gaffel.de. Gaffel Kölsch. Habe ich noch nicht probiert, doch habe ich probiert, Gaffel Kölsch. Und ehrlich gesagt bin ich kein großer Fan davon. Das ist für mich das zweitschlechteste Kölsch. Schlechter ist nur noch früh. Hm. Ja, ich habe aber da letztens ein Fresspaket gewonnen oder irgendwie so ein Paket mit Merchandise-Artikeln von Gaffelkölsch auf einer Tombola, an der FH. Wenn ihr wollt, kommt auch noch ein Gaffelkölsch-Test. Aber jetzt haben wir erstmal das Kolonius-Kölsch vor uns, was einen recht durchschnittlichen Eindruck macht. Also ich gehe so weit, nur zu sagen, dass man es trinken kann. Ein, zwei Flaschen kann man davon trinken. Wobei ich jetzt auch einen Direktvergleich mit Reisdorf, also wenn ihr das zu Hause testen wollt, das Kolonius-Kölsch, das hat glaube ich, oh, wie viel hat das gekostet? Literpreis 95 Cent oder sowas, also irgendwie knapp unter der 1-Euro-Grenze. Was für ein neues Kölsch, was für ein neues Bier allgemein doch recht zufriedenstellend sein könnte. Wie gesagt, einmal zum Testen, kauft euch daneben mal einen Sion oder einen Reisdorf oder einen Gilden, quasi ein gutes Kölsch oder einen Mühlen, dann soll das kein Problem sein. Da vielleicht mal ein paar Unterschiede rauszufiltern. Ist durchschnittlich. Vielleicht sogar nicht überdurchschnittlich. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Es macht einen soliden Eindruck, definitiv. Ja. Wie bei manch anderem Kölsch auch, schmeckt es besser, als es riecht. Der Schaum riecht wie so oft total siffig. Ja, also wie auf dem Boden in der Fleischküche aufgewischt. Boah, nee. Hm. Schmeckt besser, als es riecht, definitiv. Hm. Ist zufriedenstellend, kann man nicht anders sagen. Meine Gott. Nichts wirklich Besonderes. Annehmbar. Leicht bitter, was manchen nicht gefallen wird. Ja. Ganz, ganz leicht gehobener Durchschnitt. Gibt nicht viel, was dafür spricht. Auch nicht viel, was gegen es sprechen könnte. Ja. Ich komme zu meinem relativ unspektakulären Fazit. 5,5 Punkte. Leicht über den Durchschnitt. Kann man ordentlich trinken. Nichts wirklich, was nicht. Eigentlich nicht wirklich viel, was dafür spricht. Ist ein bisschen bitter, was manchen sauer aufstößen könnte. Oder bitter eben. Ja. Für viele wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Interessant. Sei mal dahingestellt. Ja, 5,5 Punkte. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie immer bei den ganzen, wie bei den meisten Discount-Bieren, kann man da nicht wirklich beklagen. Aber doch, unterm Strich ein recht uninteressantes Bier. Ich muss nicht sagen, ich hab mir davon nicht mehr erhofft, ehrlich gesagt. Es ist natürlich, wie gesagt, 5,5 Punkte, es bringt mich nicht zum Kotzen. Wie manche andere Biere, die wir hier schon hatten. Kann man trinken, muss man aber nicht. Entscheidet selbst, macht den Test, vergleicht es mit Reisdorf, Sion und Mühlen und Gilden und ja, da wisst ihr nachher Bescheid. Ja, das war's mal wieder auf dem Feedback-Channel. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.